In Sachsen und Thüringen werden heute neue Landtage gewählt. Nach den Umfragen wird ein starkes Abschneiden der AfD erwartet, die in beiden Bundesländern vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft ist. Die Ampelparteien der Bundesregierung müssen dagegen mit Verlusten rechnen. In Sachsen regiert Ministerpräsident Kretschmer von der CDU zusammen mit SPD und Grünen. Ob diese Koalition ihre Mehrheit behaupten kann, wird auch vom Abschneiden des Bündnisses Sarah Wagenknecht abhängen. Es sei die wichtigste Wahl seit 34 Jahren und damit seit der Wende, so der sächsische Ministerpräsident Kretschmer bei seiner Stimmabgabe heute Morgen in Dresden. Das Wichtige ist, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben, dass das hier keine Bundestagswahl ist. Ich verstehe den Frust und der hat sich ja über die letzten Wochen immer wieder auch artikuliert. Kretschmer meint den Frust über die Migrationspolitik. Laut Infratest DIMAP spielen daneben soziale Sicherheit und Bildungspolitik eine große Rolle. Die ganze Ausländerpolitik müsste sich ganz straff bei uns ändern. Ja, deshalb bin ich bewusst dieses Jahr zur Wahl gegangen. Was mich als Ober interessiert, wie sich das alles in der Bildung mal ändern soll. Eine Einheitsführung ist nicht so das Ideale, aber 3-4 Parteien zusammen funktioniert nicht. Nach letzten Wählerumfragen haben SPD und Grüne deutlich in der Wählergunst verloren. Sie kämpfen sogar um ihren Einzug in den Landtag. Dort will die AfD erstmals stärkste Kraft werden. Die Chancen für die Partei um Landeschef Jörg Urban stehen gut. Koalitionspartner zeichnen sich für ihn aber nicht ab. Filmen lassen wollte sich Urban bei der Stimmabgabe nicht. Mit Spannung wird zudem erwartet, wie das Bündnis Sarah Wagenknecht erstmals bei Landtagswahlen abschneidet. Schon am Nachmittag zeichnet sich in Sachsen eine hohe Wahlbeteiligung ab. Auf der Wahlparty des BSW in Dresden ist Susan Blum. Wie sind die Erwartungen dort und bei den anderen Parteien? Na, beim BSW hier in Sachsen, da erwartet man und erhofft sich schon heute in den Sächsischen Landtag hier einzuziehen. Und man muss sagen, diese Erwartungen und Hoffnungen sind nicht unbegründet. Denn die letzten Umfragen haben das BSW deutlich zweistellig und damit deutlich im Landtag vertreten gesehen. Und man muss das mal einordnen. Die Partei, die gibt es hier in Sachsen, den Landesverband, den Sächsischen, gerade mal seit einem guten halben Jahr. Und insofern sind hier heute im Saal auch viele Politik-Neulinge, die bisher mit Politik gar nichts am Hut hatten. Und die haben mir vorhin erzählt, es sei ihre erste Wahlparty, erster Wahlabend überhaupt. Und insofern herrscht hier schon eine gewisse Anspannung. Auch vor dem Hintergrund, wir haben es gerade schon gehört, dass das BSW eine Schlüsselrolle bekommen könnte bei möglichen Regierungsgesprächen, Koalitionsgesprächen. Denn die Kenia-Koalition um Ministerpräsident Kretschmer, da ist ja gar nicht klar, ob es tatsächlich alle Partner wieder in den Landtag schaffen. SPD und Grüne, die müssen heute wirklich bangen, ob sie die 5%-Hürde überschreiten. Das ist tatsächlich ein wesentliches Spannungsfeld des Abends. Welche Parteien schaffen wir es wieder in den Landtag? Und das andere, welche hat am Ende die Nase vorn, AfD oder die CDU? Insofern ein spannender Wahlabend heute hier in Sachsen. Vielen Dank, Susan Blum in Dresden.